Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder ein weiteres Update-Video. Heute nur ein ganz kurzes Video. Heute wird nicht gearbeitet oder erstmal nicht, weil ich habe nichts mehr zu tun eigentlich. Außer wenn ich Bock habe, noch Paletten einlassieren. Also hier außen muss ich eventuell, ich weiß es noch nicht, ob ich es mache oder nicht, noch einlassieren die Paletten. Ich weiß es noch nicht, ob ich es mache, weil ich nicht weiß, wie groß das die Folie ist, wenn ich später aufgebaut habe. Und ich weiß nicht, ob die da drüber hängt bis auf den Boden. Wenn die bis über dem Boden hängt, also wirklich bis hier runter, dann brauche ich die Paletten nicht mehr lasieren. Darum soll es jetzt aber eigentlich gar nicht gehen, sondern ich habe hier gestern meinen Getränkehalter fertig gebaut. Und ja, so sieht das ganze Spektakel jetzt aus. Jeweils hier vier Plätze, hier vier Plätze. Nur, ich meine, hier und da passt keine normale Wasserflasche rein. Mal gucken. Hier passt keine rein, hier passt keine rein, aber da passt sie wieder rein. Da passt sie rein. Da passt sie rein. Da passt sie nicht rein. Da passt sie nicht rein. Da passt sie rein. Also wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4 Stellplätze für Wasserflaschen. Und 1, 2, 3, 4. Also jeweils 4 Plätze für Wasserflasche. Und 4 Stellplätze für andere kleine Getränke. Also zum Beispiel, jetzt zum Beispiel mal. So eine kleine Speziflasche oder was kannst du dann da mit reinstellen. Das habe ich gestern mit fertig gemacht. In dem letzten Video hat ja leider nicht mehr alles drauf gepasst, nicht mal mehr der Schluss hat drauf gepasst, weil es 33 Minuten war und ich kann nur 33 Minuten Videos machen mit dem Handy hier, dann ist die Speicherkapazität voll. Also viel mehr kann ich nicht aufnehmen. Dann stoppt die Kamera von selber. Ja, das hier soll aber eigentlich nicht das eigentliche Update sein. Nur ich habe hier jetzt halt nochmal ein Problem. Ja, was heißt ein Problem? Ich habe halt ein bisschen mehr Arbeit. Wenn später die Plane rüberkommt, muss ich die ganze Scheiße hier nochmal runternehmen. Das ganze Brett muss wieder runter. Und dann kommt hier die Plane drüber. Und dann muss ich hier die Folie einschneiden. Und hier die Folie einschneiden, was ich eigentlich ungern mache. Aber ich muss es machen. Auf volles Risiko. Ist halt auch scheiße. Aber wir fixieren die Plane ja auch hier. Also von dem her kann hier eigentlich nichts passieren. Ja gut, passieren kann trotzdem was, aber ich hoffe es mal nicht. So, das soll aber eigentlich nicht das eigentliche Update sein, sondern das eigentliche Update soll die Dinger da hinten sein. Das sind einmal Bretter, die haben wir komplett fertig gemacht. Die sind für die Außenseite, also zur Fixierung von der Plane, die dann hier dran kommen, also auf der anderen Seite halt. Hier. Nee. Hier. Die sind auch nur auf einer Seite geschliffen. Also da ist nur eine Seite bearbeitet, die andere Seite ist und bleibt unbearbeitet. Ja. Ja gut, was heißt, die haben wir nicht so gut bearbeitet, die da, weil die ja nur an die Seite kommen, also an die Außenseite. Dafür haben wir die hier nur eine Seite gemacht, also nur eine Seite bearbeitet. Ich glaube, das war jetzt die Seite, was wir bearbeitet haben, also das, was halt nicht so rau ist, wie zum Beispiel jetzt hier, die ist unbearbeitet, die Seite, die andere Seite ist bearbeitet. Hat einfach den Hintergrund, wenn später, ich nehme jetzt gerade mal hier so ein Brettchen, wenn jetzt später hier so ein Brett draufkommt und man dann quasi in den Pool einsteigt, ich denke mal, man würde jetzt so hier rüber gehen, dann macht man sich hier nicht weh. Deswegen ist die Seite hier auch abgeschliffen und die Seite ist auch abgeschliffen, damit man sich hier nicht weh macht. Und die Seite ist hier extra bearbeitet. Und dann werden hier die Schrauben reingejagt und dann bleibt das Ding auch sitzen. Deswegen, die andere Seite ist unbearbeitet, aber hier die Seiten sind noch komplett gemacht. Ja, einfach damit man sich da nicht weh macht. Da haben wir extra mitgedacht, vielmehr ich, und habe gesagt, komm, wir machen hier nur eine Seite. Die andere Seite wäre unnötig, wenn wir die noch mitmachen, weil die kommt da auf die Palette drauf. So, dann habe ich hier meine zwei Abdeckfolien. Ich hoffe mal, dass das Ganze reicht. Wenn ich nicht falsch gemessen habe, sind da glaube ich, ist da glaube ich, eine 4 Meter lang. Und ja, keine Ahnung, ich denke mal so 2,5 Meter lang. Oder vielmehr, ja, breit. Ich weiß es nicht, wie viel das ist bis darüber. Ich weiß es nicht. Muss ich dann mal gucken. Aber ich hoffe mal, dass die zwei Folien reichen. Wenn nicht, muss ich mir nochmal eine Plane kaufen. Was ich eigentlich jetzt im Moment eigentlich mal nicht einsehen will. Weil ich es erstmal so probieren will. Oh, und ich habe vergessen, die Lasur zuzumachen. Sonst trocknet die noch aus. Müssen wir zumachen. Sonst geht sie kaputt. Ja.
Das war es eigentlich schon mit dem Update. Also ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich irgendwie noch machen soll. Ich müsste jetzt hier eigentlich noch ein bisschen abschleifen, damit man sich da, wenn man die Flasche reinstellt, nicht irgendwie weh macht. Ich muss hier an die Seite nochmal ran, weil es noch recht rau ist alles. Da muss ich dann mit dem Schleifpapier nochmal ran schnell. Ja, muss ich gucken. Das ist alles auch noch recht rau hier. Ja, das da ist egal. Aber hier, das sollte schon schön glatt sein. Da muss ich dann mal noch mit der Schleifmaschine ran oder so mit dem Blatt. Muss ich mal gucken. Also gut, dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Also, nee, eine Investition muss ich tatsächlich noch machen, wo mich auch wieder knappe 60 Euro kostet. Und zwar, wenn ihr die Wasseraufbereitung euch mal ein bisschen angeguckt habt. Ich lege die Kamera mal kurz ab. Wenn ihr euch die Wasseraufbereitung mal angeguckt habt, wisst ihr, dass es mit Chlor ganz einfach nicht geschehen ist, ne? Also man muss da schon einen gewissen pH-Wert auch haben. pH-Wert ist sehr wichtig, weil wenn du den falschen pH-Wert hast, wenn du, also der richtige pH-Wert, was eigentlich immer gut ist, ist so zwischen 7,4 und 7,2. Alles, was mittendrin ist, ist perfekt. Und wenn du über 7,4 bist oder so, dann musst du pH minus hinzufügen. Also bei mir wäre es jetzt in dem Fall dann pH minus Granulat. Also genau dasselbe, was ich jetzt hier mit Chlor habe, als Granulatform, also als Pulverform, sage ich jetzt mal. Warte mal, ich zeige es euch schnell, was ich meine. Chlor, komm her. Oh Gott, ist das Ding schwer. Mach mal eben auf und dann zeige ich euch das. Alter, hier seht ihr es. Das ist jetzt. Boah. Es ist Chlorgranulat. Es ist saumäßig gefährlich, wenn du das in die Auge, Nase, Mund bekommst. Es riecht auch dementsprechend. Boah, Alter. Also, es ist schon ekelhaft, Alter. Und das ist jetzt so ein Granulat eben. Und da, warte mal, ich zeige euch nochmal eben kurz. Ich muss mir gerade mal kurz den Handschuh überziehen. Ich werde das Ganze jetzt so machen, um meinen Pool zu chloren. Ziehe ich mir hier so einen Gummihandschuh an und dann gehe ich da rein, nehme mir was in die Hand und schmeiße es in den Pool. Also eigentlich ganz, ja, ganz leicht eigentlich, ne? Und dann nehme ich mir da gerade so eine Handvoll und schmeiße es ins Wasser. Und mit dem pH-Wert, da muss ich dann gucken, wie viel Milliliter oder vielmehr, wie viel insgesamt ich reinschmeißen muss. Weil ich habe dementsprechend, ich glaube, ich habe da dann auch ein paar tausend Liter. Also ich denke mal, dass da auf jeden Fall 4000 Liter in meinen Pool reingehen, mindestens. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar nicht reicht. Ich weiß es nicht, das wird man sehen. Aber da muss man gucken. Ich glaube, ich habe dann so 10 Quadratmeter oder was. Glaube ich, ich muss nochmal auf Pool Sana gucken, da haben sie ja eine Tabelle. Dann muss ich mal gucken dann. Ja, das ist auf jeden Fall noch so eine Investition, wo ich machen muss. Einmal noch pH minus und pH plus Granulat kaufe, damit man das Wasser gut regulieren kann, weil das Richtige ist, ihr könnt hier mit Chlor nicht allein alles steuern. Das geht nicht. Wenn der pH-Wert nicht richtig ist, wenn der pH-Wert unter 7,4 ist oder unter 7 allgemein oder über 7 ist, jetzt zum Beispiel mal auf 8,0 oder so. Wenn das da drüber ist, funktioniert die Desinfektion nicht richtig. Und wenn die Desinfektion nicht richtig funktioniert, dann habt ihr innerhalb von ein paar Wochen wieder schleimiges Wasser und schmierig und dann könnt ihr wieder Wasserwechsel machen. Und genau das will ich nicht. Da muss ich mir noch einen pH-Tester kaufen. Da kaufe ich mir einen elektrischen pH-Tester. Kostet 13 Euro oder was. Und das Granulat, das pH-Minus, kostet glaube ich 21 Euro irgendwas. Und das pH-Plus-Granulat kostet wieder 24,99. Also genauso viel wie das Chlorgranulat, was ich hier jetzt habe. Das sind 5 Kilo, das ist ein 5 Kilo Eimer. Und der hat mich auch schon 25 Euro gekostet. Weil Chlor ist echt nicht billig. Und vor allem ist das auch nichts für Kleinkinder. Und giftig, ja, was heißt giftig? Es ist halt saugefährlich, wenn du das in die Auge oder in die Nase oder in den Mund bekommst. Oder wenn du es extra einatmest, dann kannst du dran blind werden. Ja. Deswegen mit dem Zeug immer ganz vorsichtig sein. Ich kenne das jetzt schon ein paar Jahre. Ich bin ja selber mit meinem Papa Poolbesitzer. Und deswegen, ich kenne mich da mittlerweile schon ein bisschen aus. Ja. Also gut, dann war es das jetzt aber wirklich mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch.
Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, was das Thema Pool oder andere Themen angeht, zum Beispiel hier vor mir jetzt noch habe ich noch die Modelleisenbahn stehen. Wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, Daumen nach oben da lassen, Glocke aktivieren und abonnieren. Wenn ihr wirklich gar nichts mehr verpassen wollt. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und man sieht und hört, ne? Ciao.